Am letzten Sonntag haben nun die Baden-Württemberger entschieden, Stuttgart 21 soll gebaut werden. Was mich bei der ganzen Berichterstattung gewundert hat, ist, dass der Volksentscheid und auch die Schlichtung zu einer Sternstunde der Demokratie hochstilisiert wurden. Also den Volksentscheid, den gibt es seit 1952 in Baden-Württemberg. Richtig neu ist er nicht. Und auch zu der Schlichtung hat sogar Heiner Geißler gesagt, dass er das nicht für ein Vorbild für andere Konflikte hält. Bei Bürgerbeteiligung interessieren und faszinieren mich vielmehr die kleinen Verfahren, die Planungszellen, Weltcafés oder wie immer sie heißen, also dort, wo frühzeitig Bürger in Entscheidungen eingebunden werden, gleich von Anfang an, wo die zu richtigen Bürgerexperten werden und nicht nur reinreden, verhindern, blockieren, sondern wirklich mitplanen und konstruktiv was mit aufbauen. Das Ganze findet dann ohne Wasserwerfer und Leute, die sich an Bäume ketten, statt. Aber für mich sind das eigentlich die spannenden Projekte. Auf der Plattform Weltbeweger gibt es eine ganze Menge von solchen Beispielen. Zum Beispiel eine Gemeinde in Bayern, Bayern nennt die sich, wo inzwischen die Mitbestimmungsrechte, die sich Bürger erkämpft haben, auch in der Gemeindeverfassung verankert sind. Bei Bürgerbeteiligung muss man immer dran denken, die fällt nicht vom Himmel. Und Politik und Verwaltung sind in der Regel nicht von sich aus bereit, Macht und Kontrolle abzugeben. Deswegen muss man sich solche Mitbestimmung, solche Beteiligung erkämpfen. Da muss man sich für engagieren, muss man auf die Straße gehen oder was auch immer machen. Und ich denke, wer dazu nicht bereit ist, der hat auch keine weiteren Beteiligungsverfahren verdient.